Leute, herzlich willkommen bei Krieg aus Outdoor. Heute mal ein Video, wie schon angekündigt, über eine Laterne, die ich finde, etwas vom Genialsten, das es gibt. Also laternentechnisch natürlich. Und diese Laterne ist genau hier. Die ist so in einem kleinen, schönen Baumwollbeutel. Und es ist natürlich die Militär- oder die Armee-Faltlaterne. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zuerst mal zum Beutel. Das ist dieser Baumwollbeutel, einfach genäht. Hier vorne hat es eine kleine Lederschnalle zum Einstecken. Ihr seht das Schweizer Kreuz. Und hier auf der Seite ist noch so eine kleine Tasche angenäht. Das ist sehr praktisch, denn da hat man immer eine Ersatzkerze dabei oder eben die Kerze dabei. Nur manchmal ist es ohne Laterne ein wenig zu schwierig. So, das Ganze sieht dann so aus. Und die Laterne kommt so rein. Hat genau Platz. Ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Dann wird es verschlossen. Und so sehen wir dann, ist die Tasche befüllt. Dann würde ich sagen, wir kommen mal zur Laterne. Das Ganze sieht eingepackt so aus. Wir haben hier den Bügel. Und dann kommen sie wie eine kleine Handorgel oder so auseinanderfalten. Wir sehen hier zwei Seitenteile. Hier die Oberseite und hier die Unterseite. Bei der Unterseite sehen wir da die Klammer, das ist die Halter für die Kerze. Kann aufgeöffnet werden. Und das Ganze funktioniert eigentlich hier mit dieser Klammer. Das sind so zwei Flügel, zusammendrücken und schon geht das Ganze auf und zu. Wenn wir jetzt eine Kerze nehmen, können wir hier zusammendrücken, Kerze reinstellen, loslassen und sie hält. Zum Zusammenbau muss natürlich die Kerze weg, sonst geht das Ganze nicht. Das ist eigentlich ein simpel einfaches System. Wir haben hier, genau da, haben wir so eine kleine Nase und auf dieser Seite genau dasselbe, einfach zwei von diesen Nasen. Und wenn dann die Laterne einfach aufeinander legt, dass die Nasen hier ineinander greifen und dann das obere Teil so draufzieht, so ist eigentlich der ganze Verschluss schon aktiviert oder es hält schon zusammen, indem die eine Nase nach oben und die zwei gehen nach unten. Dann Deckel drauf, da ist auch mit Scharnieren. So. Dann hier vorne ist ein kleiner Riegel, der kann geschoben werden. Das heißt, Deckel drauf, den Riegel schieben, okay. Unten genau dasselbe, auch ein kleiner Riegel. Lampe zu, Riegel schieben und schon ist die ganze Laterne eigentlich fix. Hier vorne, wir sehen hier, haben hier Scharniere mit Federn, das heißt die Türe ist gefedert, kann so offen gehalten werden. Dann ist eigentlich so, die Kerze rein, man greift das Loch, nimmt die Kerze, drückt da unten wieder die Klammer auseinander, die Kerze wird hineingestellt, Türe zu und fertig. Optimalerweise stellt man die Kerze dann so hin, denn hier ist die Scheibe viel größer als hier bei der Tür. Da wird das Loch ein wenig kleiner, das heißt, wir haben viel mehr Licht. Das Ganze ist aus Weißblech gestanzt. Also
ist eigentlich eine solide Sache, klar, man sollte vielleicht nicht zu fest darauf drücken. Dann noch zu der Scheibe. Die meisten haben das, also man hat immer das Gefühl, die Scheibe wäre ein Kunststoff. Dem ist nicht so. Das Ganze ist als Mikra oder eben auch Glimmer. Das ist ein Gestein. Das kann geschält werden zu dünnen Platten. Ist dann auch flexibel und vor allem ist es auch hitzebeständig. Wenn man so Laternen dann sucht im Geschäft, findet man schnell raus, oh, das eine ist ein wenig rot, das andere ist braun, gelb oder auch fast transparent. Das ist nicht, weil das Alter oder die Zeit daran nagte. Das ist wirklich, das Gestein ist natürlich ein Naturprodukt, hat immer etwa andere Verfärbungen. Normalerweise ist es transparent mit einer leichten Färbung. Das ist jetzt leicht braun, man sieht es kaum, aber es macht eigentlich dann auch nichts aus, wenn die Kerze brennt. Das Licht ist doch da. Eben das, dieser Glimmer, diese Glimmerscheiben wird zum Beispiel bei Ofentüren auch verwendet, natürlich in einer dickeren Form. Also einfach hier eine neue Scheibe einsetzen, könnte mir vorstellen, das kommt nicht gut. Ist natürlich kratzempfindlich, aber wenn man sie immer im Stoffbeutel transportiert, sollte das eigentlich kein Problem sein. Jetzt ja, wollen wir sie sicher mal in Action sehen. So, dann brauche ich noch das Feuer. Die Kerze ist jetzt montiert. Türe auf. Wir zünden sie an. Manchmal geht es, manchmal nicht so gut. So. Und so sieht eigentlich die Laterne aus, wenn sie brennt. Einfach auch wieder hier oben sehr heiß. Ich habe jetzt auch hier nicht eine originale Kerze dabei. Die originalen Kerzen sind so in einer blauen Kartonbox zu 8 Stück, haben auch einen guten Preis, also ja, sind relativ teuer, aber auch hier mit handelsüblichen Kerzen kann die Laterne betrieben werden. Ja, ihr seht, ein wenig zu lang, schneidet sie unten ein wenig ab, circa auf diese Länge, und schon könnt ihr die Laterne mit einer handelsüblichen Kerze bedienen. Das wäre jetzt eigentlich alles gewesen. Ich finde diese Laterne sehr platzsparend in diesem Beutel. Und das Licht ist halt schon 4 Seiten. Dann kommt noch der Kulteffekt dazu. Ist eine super schöne Laterne. Ich zeige euch mal ein Bild. Ihr habt gesehen auf dem Bild, leider nur ein Foto, wie es aussieht bei Nacht. Finde ich wunderschön. Gibt eine schöne Stimmung, gemütlich. Ja, gut, ich lösche sie mal, denn ich will ja noch heute zusammenpacken und nach Hause gehen, denn hier oben ist es schon sehr, sehr heiß. Gut, und jetzt kommen wir noch zu den Maßen der Laterne. Das wären 9,5 cm mal 9,5 cm, 18,5 cm in der Höhe, ohne den Transportbügel. Und das Ganze wäre 360 Gramm schwer. Das heißt, kein Gewicht. Klar, das Gewicht ist ohne die Kerze und ohne den Transportbeutel. Also vom Platz her muss ich sagen, kein Problem, diese Laterne mitzunehmen. Findet man überall Platz. Okay, das wäre dann mal alles gewesen zu der Schweizer Faltlaterne. Noch der Preis. Bei uns in der Schweiz werden diese um die 40 Franken verkauft. Das ist so in der Regel Standard, aber es gibt sie nicht mehr sehr lange, denn sie werden nicht mehr produziert, sind zwar noch überall als Notbeleuchtungen in den Zivilschutzanlagen vorhanden, wer weiß wie lange noch, aber ich würde mich beeilen, denn es gibt einige Shops, da zahlt man bedeutend mehr. Gut, ich werde sie jetzt noch schnell zusammenfalten, dann könnt ihr auch gerade mitsehen. Das heißt wieder die Klammer lösen,
andere Klammer auch. Dann wird sie einfach gegen so eingeklappt, dass ihr Scharnier geht auseinander. Hier, der Haken hängt aus. So. Dann gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, denn so bringe ich sie nicht. Dann geht es so nach so. Dann Bügel runter. So. Und schon ist sie wieder zusammen. Dann natürlich in der Tasche verstauen. Verschluss zu. So. Und wie gesagt, die Kerze hat hier noch Platz. So. So. Das wäre jetzt wieder eingepackt für die nächste Übernachtung oder das nächste Mal am Abend im Wald, aber auch zu Hause sehr schön, wenn sie einfach steht und brennt. Gut, das wäre alles gewesen. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen.